Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Fußballzentrale. Und heute starten wir rein mit der nächsten Episode der FIFA 20 Karriere mit Eintracht Frankfurt. Und wie schon in der letzten Folge angekündigt, gibt es jetzt hier das Spiel gegen Anderlecht in der Europa League. In der letzten Folge haben wir gegen Rosenborg gespielt und die ziemlich vom Platz gefegt. Jetzt sollen wir mal gucken, wie wir uns in dieser Episode hier gegen Anderlecht schlagen. Deswegen würde ich sagen, starten wir einfach ganz schnell rein hier ins Spiel. Und damit hier herzlich willkommen zum Europa-League-Spiel, zum zweiten in dieser Gruppenphase. Wie schon angekündigt, geht es hier gegen den RSC Anderlecht. Wir spielen hier heute mit unserer Bestbesetzung. Einziger Wechsel, den ich vorgenommen habe, ist André Silva spielt heute nicht, sondern Boateng, der war einfach so gut drauf in den letzten Folgen. Und auch generell glaube ich, dass er gegen eine Abwehr wie von Anderlecht mit einem Vincent Kompany, der vielleicht nicht mehr der Allerschnellste ist, mit seiner Schnelligkeit, seiner Beweglichkeit heute hier den Unterschied machen kann. Deswegen er heute im Sturmzentrum. Philipp Kostic ist da frei auf dem Flügel. Erster guter Abschluss, aber Marco Richter holt da nochmal den Ball. Bräuchte jetzt mal eine Anspielmöglichkeit in der Mitte. Da gibt es keine, deswegen macht er es selbst. Und wieder ist der Keeper da. Also hier direkt in der 7. Minute eine richtig gute Doppelchance hier für uns. Erst Philipp Kostic und dann Marco Richter, aber leider noch nicht das Tor. Anderlecht schön gespielt. Die Matar macht hier das 1:0. Anderlecht in der 12. Minute gehen sie hier in Führung und das war wirklich schlecht verteidigt von uns, muss man ganz klar so sagen. Da darf er niemals so zum Schuss kommen. Hier Kamara, der den Ball verliert, dann geht's schnell damit der Hacke in die Spitze und den macht er auch schlecht. Schlecht, gut, aber schlecht für uns auf jeden Fall. Also wir haben sie hier vielleicht ein bisschen unterschätzt. Davis geht da ganz einfach vorbei. David mit dem Tor zum 1:1. Was ein schöner Angriff, den macht er ganz im Alleingang und wie schon angekündigt, Vincent Kompany ist nicht mehr der Schnellste, der ist alt geworden. Und das sieht man hier, wie Jonathan David da einfach an ihm vorbeirennt. Also Kompany sieht da gar kein Land und dann ist halt auch ein super Abschluss hier von David. David über außen bringt jetzt die Flanke, da ist Boateng, der geht gegen die Latte. Boah, schade, das war hier nochmal die Chance auf den zweiten Treffer hier für uns im Spiel. Nochmal Boateng mit Tempo, spielt den Ball in die Mitte. Jonathan David macht das 2:1. Wieder schön gespielt. Die beiden verstehen sich auch super gut. Muss man ganz klar so sagen. Also die beiden immer wieder hier schon im Zusammenspiel und einfach auch mit ihrem Tempo immer eine Gefahr für die gegnerische Abwehr. Das sieht man auch hier. Boateng dreht sich da um seinen Verteidiger, ist dann einfach weg, legt den Ball in die Mitte und Jonathan David muss nur noch einschieben. Kamara ist jetzt hier ganz frei. Kamara mit dem Ball in die Mitte. Mo Dahoud, da kann man auch mehr rausmachen. Aber der Keeper von Anderlecht ist da und hält diesen Ball. Eigentlich schön gespielt, aber Dahoud aus kurzer Entfernung halt viel zu zentral abgeschlossen. Und damit geht es jetzt hier mit dem 2:1 in die Halbzeit. Anderlecht ist ganz klar der stärkere Gegner hier im Vergleich zu Rosenborg. Und man muss auch generell sagen, Anderlecht offensiv wirklich stark. Schöne Kombination, schnelle Kombination, One-Touch-Fußball. Defensiv etwas unorganisiert. Man sollte eigentlich meinen, dass die Defensive gut ist, wenn man dann einen erfahrenen Mann wie Vincent Kompany drin hat. Aber irgendwie nicht wirklich. Defensiv kommen wir da sehr, sehr gut durch. Aber offensiv machen sie uns wirklich Probleme. Jonathan David aus dem Rückraum. Was ein guter Schuss hier. Aber wieder ist der Keeper von Anderlecht da und vereitelt hier den 3. Treffer von Jonathan David. Aber der Junge ist auch absolut heiß und will hier noch unbedingt das nächste Tor machen. Marco Richter hier auf weiter Flur. Marco Richter legt den Ball schön rüber auf Philipp Kostic. Und der macht hier das 3:1. Ich nenne es jetzt einfach mal die Vorentscheidung. Anderlecht hatte hier nun wirklich keine guten Chancen mehr in der zweiten Halbzeit. Würde mich wundern, wenn sie jetzt plötzlich wieder anfangen, richtig guten Fußball zu spielen und hier doch tatsächlich nochmal rankommen sollten. Aber auch von uns hier wieder schön gespielt. Marco Richter über den Flügel, legt den Ball nochmal rüber und dann ist es eben wieder Kostic, der hier einschießt. Danny da Costa, was macht der da vorne? Danny da Costa! Schade, schade, schade. Das wäre doch jetzt mal was gewesen. Unser Rechtsverteidiger, der plötzlich in Mittelstürmerposition auftaucht und hier die große Chance hat aufs 4:1. Und jetzt ist hier das Spiel vorbei. Wir gewinnen mit 3:1 gegen Anderlecht. Nicht ganz so berauschend wie das Spiel gegen Rosenborg, aber ich denke auch ein 3:1 in der Europa League. Gruppenphase ist ein gutes Ergebnis für uns. In der Europa League generell läuft es ja auch schon, oder lief es ja auch schon im letzten Jahr wirklich hervorragend. Und auch dieses Jahr geht es da genauso weiter. Also ich denke, für die nächste Runde können wir auf jeden Fall hier planen. Die Gruppenphase dürften wir auf jeden Fall überstehen.
Nachdem wir in der Europa League wieder sehr, sehr überzeugend aufgetreten sind, steht jetzt hier in der Bundesliga auch das nächste Spiel an. Es geht gegen Borussia Dortmund. Das Duell vom ersten gegen den zweiten punktgleich. Das dürfte ein sehr, sehr spannendes Spiel werden. Außerdem sieht man, sie haben Martial, den besten Torschützen der Liga aktuell in den Reihen. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen, unsere Abwehr sollte gewarnt sein. Der hat uns auch schon in den Spielen letztes Jahr wirklich die Hölle heiß gemacht. Wollen wir mal schauen, wie wir uns hier gegen Borussia Dortmund, die neben uns aktuell wohl beste Mannschaft in der Bundesliga, wie wir uns gegen sie hier schlagen. Herzlich willkommen hier zum Bundesliga-Topspiel an diesem Wochenende. Borussia Dortmund zu Hause im Signal Iduna Park gegen Eintracht Frankfurt. Erster gegen Zweiter. Absoluter Spitzenfußball hier in der Bundesliga heute im Signal Iduna Park. Hoffen wir auf ein spannendes Spiel. Jetzt ist André Silva hier ganz frei. André Silva! Das war die erste richtig gute Chance hier im Spiel. Nach gerade einmal 6 Minuten ist es hier André Silva, der die erste gute Chance hier für uns Frankfurter hat. Aber Birki ist da und der war trotzdem noch knapp. Also wir sind hier auf jeden Fall gut im Spiel. Lindenmeiner nimmt jetzt Maß. Lindenmeiner! Boah, was ein Kracher! Aber leider klatscht er nur gegen den Pfosten und geht nicht rein. Aber wir sind hier super im Spiel. Schon 2 richtig gute Chancen auf den Führungstreffer. Mo Dahoud, oh, wieder ein guter Schuss, wieder ist Roman Bürki da. Also, Dortmund schwimmt hier aktuell und wir müssen hier ganz dringend das 1-0 machen, wenn wir so gute Chancen haben. Kostic mit dem schönen Pass für Lindenmeiner, 1-0 für Eintracht Frankfurt. Und das war nun wirklich verdient. Wir waren ja wirklich die bessere Mannschaft in den ersten Minuten dieses Spiels. Hatten schon mehrere hundertprozentige, wo man sagen muss, mindestens einer hätte reingemusst. Jetzt sind wir hier aber mal frei durch und das war wirklich ein schöner Pass von Kostic. Und dann ist Lindenmeiner ganz frei und da hat er natürlich auch keine Probleme mehr, aus der Distanz zu treffen. Martial aus dem Rückraum hier mit dem ersten richtig guten Schuss für die Dortmunder. Aber sie werden hier stärker in den letzten Minuten, was hauptsächlich daran liegt, dass Kamara wirklich kein gutes Spiel macht, viele Bälle verliert und unser Mittelfeld nicht wie sonst stabilisieren kann. Witzel mit einem schönen Pass. Eieiei, aber Kevin Trapp holt den da raus. Aber man muss ganz klar sagen, Dortmund wird hier immer stärker und stärker. Jetzt auch mal ein richtig gefährlicher Abschluss hier von Julian Brandt. Ja, gut, dass wir Kevin Trapp hinten drin haben. Und damit geht es jetzt hier mit dem 1-0 in die Halbzeit. Ich denke, alles in allem nach dieser ersten Halbzeit durchaus verdient für uns. Gerade am Anfang hatten wir richtig viele Chancen und hätten hier wirklich auch höher führen können. Aber Dortmund wird wirklich in den letzten Minuten, gerade zum Ende der zweiten Halbzeit, immer stärker und immer stärker. Hatten dann auch 2 gute Chancen. Also wir wollen mal gucken, in der zweiten Halbzeit müssen wir uns auf jeden Fall von der Leistung wieder ein bisschen steigern, um Dortmund hier Paroli bieten zu können. Max bringt jetzt hier eine Flanke. Lindenmeiner macht das stark wieder verzögert. Lindenmeiner! Erste gute Chance hier auch in der zweiten Halbzeit. Und wieder ist es Lindenmeiner. Also Lindenmeiner hier wirklich in dem Spiel bisher sehr, sehr stark. Gerade wie er da verzögert. Erinnert so ein bisschen an Coman. Ans DFB-Pokalfinale von vor einem Jahr. Das war sehr, sehr ähnlich eine Aktion von ihm. Da hat der Ball auch so wunderschön runtergenommen. Muss man wirklich sagen, Lindenmeiner sehr, sehr stark gemacht. Jonathan David mit einem schnellen Pass auf Lindenmeiner. Lindenmeiner zum ersten und zum zweiten. Lindenmeiner mit dem 2-0 und sein zweiter Treffer hier. Also der Junge, wie schon angesprochen, wirklich super in Form. 2 Tore, dann noch der Latten, nee, Pfostenkracher war es. Also der Typ aktuell auch super in Form hier. Schlecht geklärt von Dortmund. David schaltet da super schnell und Lindenmeiner im zweiten Versuch macht er dann rein. Jonathan David auf Lindenmeiner, Lindenmeiner macht das 3-0. Was ist denn jetzt los? Dortmund zerfällt hier scheinbar nach dem 2-0 so ein bisschen. Und Lindenmeiner, einfach unfassbar der Typ aktuell. Wieder schön gemacht, wieder Jonathan David mit der Vorlage hier. Lindenmeiner ist frei durch, kann die dann einfach ins Eck zirkeln und trifft hier zum 3. Mal Hattrick für den jungen Deutschen. Kostic geht da ganz einfach an Toprak vorbei. Immer noch Philipp Kostic. Kostic aus ganz spitzem Winkel. Wie macht er denn den aus dem Winkel noch rein, bitte? Philipp Kostic 4-0. Also eigentlich war das hier ein super spannendes Spiel, aber jetzt am Ende der zweiten Halbzeit hier zerfällt Dortmund in seine Einzelteile und aus dem Winkel
Klar, es war ein krasser Schuss, aber da muss man Bürki, glaube ich, schon auch eine Teilschuld geben. Marco Reus! Eieiei, das war auch ein richtig, richtig guter Schuss. Aber halt wieder nur Forst. Man muss auch sagen, Dortmund hat hier ein bisschen Abschlusspech in dem Spiel. Lindmeiner ist wieder frei durch. Lindmeiner 5:0. Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund 5:0. Es ist, ja, ich weiß es nicht genau, was das schon wieder soll. Lindmeiner schickt da jetzt nochmal Boateng. Boateng im direkten Laufduell gegen Mats Hummels. Das ist natürlich kein Laufduell. Was ein Mats Hummels gewinnt. 6:0 für Eintracht Frankfurt. Ja, also ich glaube, wir wissen alle, was passieren muss nach diesem Spiel. Das ist, glaube ich, sehr, sehr offensichtlich. 6:0 für Eintracht Frankfurt. Und damit ist das Spiel vorbei. Wir gewinnen mit 6:0 gegen Borussia Dortmund. Was einfach krass ist, wenn man bedenkt, dass es halt ganz, ganz lange, ich glaube bis zur 60. oder so, 1:0 stand für uns nur. Also ich weiß nicht, was da in der zweiten Halbzeit passiert ist, aber 6:0 ist halt einfach absolut unrealistisch. Das muss man ganz klar so sagen. Der Blick auf die Tabelle aktuell macht doch wirklich Spaß. 7 Spiele, 21 Punkte, kein einziges Spiel verloren. Also wirklich überragend. Gerade mal 3 Gegentore bei 26 Toren. Also wir sind die dominante Mannschaft dieser Bundesliga-Saison. Allerdings muss man auch sagen, wenn wir 6:0 gegen Borussia Dortmund gewinnen, müssen wir was ändern. Das ist einfach unrealistisch und so möchte ich auch meine Karriere nicht spielen. Das heißt, wir werden gleich mal die Schwierigkeit umstellen. Hier sind wir jetzt bei den Spieleinstellungen. Wir werden genau jetzt die Schwierigkeit von Legende auf Ultimativ wechseln. Wird für mich auch was Neues. Ich glaube, ich habe noch nie auf Ultimativ wirklich längere Zeit gespielt. Also für mich was Neues, für die ganze Karriere was Neues. Wird es auf jeden Fall sehr, sehr viel schwerer, die Spiele zu gewinnen. Jetzt geht es hier in der Bundesliga gegen Werder Bremen. Die sind aktuell, glaube ich, auf dem 8. Platz ungefähr. Ja genau, 8. Platz, 13 Punkte, also schon ein gutes Stück hinter uns. Das Spiel werden wir auf jeden Fall simulieren. Schauen wir mal, ob wir auf Ultimativ in der Simulation vielleicht auch schon einen Unterschied merken. Und die letzten 3 Spiele haben sie gewonnen, aber gegen uns gewinnen sie nicht. Hinteregger und natürlich Meiner ganz klar. Der Star dieser Folge nach seiner Leistung gegen Dortmund, aber auch jetzt hier nochmal mit einem Treffer. Jetzt steht hier das nächste Europa-League-Spiel gegen Dynamo Zagreb an. Die haben ja letztes Spiel 1:1 oder unentschieden generell gegen Rosenborg gespielt. Heißt also, die dürfen nicht viel besser sein als Rosenborg und die haben wir nun wirklich aus dem Stadion geschossen. Deswegen habe ich auch mal ein bisschen rotiert. Kamada, So und Bono dürfen jetzt mal wieder ran. Die haben ja in letzter Zeit nicht so viel gespielt, was ich gerade interessant finde. Philipp Max hat eine 79er-Bewertung. Der hatte aber zwischenzeitlich schon eine 80er-Bewertung. Das heißt, der ist wieder runtergegangen? Das finde ich jetzt ein bisschen frech. Aber jetzt starten wir einfach mal schnell rein in die Simulation, bevor wir uns hier zu lange aufhalten mit solchen Kleinigkeiten. Wir gewinnen mit 2:0. Max trifft. Natürlich, er muss jetzt treffen, nachdem ich ihm gesagt habe, dass er einen Punkt runtergegangen ist. Und Kostic trifft, wie immer, ein hervorragendes Ergebnis hier für uns. Ich würde aber auch sagen, dass dann das hier für diese Folge erstmal gewesen ist. Wir spielen absolut hervorragend. Sowohl in der Bundesliga als auch in der Europa League. Müsst natürlich mal gucken, wie es jetzt für mich, wenn ich persönlich spiele, mit dem neuen Schwierigkeitsgrad ist. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge herausfinden können. Weil jetzt noch ein Spiel reinzupacken, das passt einfach nicht mehr in die Folge. Dementsprechend, wenn es dir gefallen hat, lass mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns einfach das nächste Mal hier wieder in der Fußballzentrale.